So, ich habe ja versprochen, dass ich hier aus Malle mal ein bisschen vloggen werde. Und das mache ich jetzt auch. Wir sind nicht gerade angekommen, wir fahren gerade wieder. Ich hatte jetzt irgendwie weder den Elan noch die Zeit, so wirklich zu vloggen. Ich weiß nicht. Nehmt mir das nicht übel, aber das ging einfach nicht. Das war leider Gottes nicht im Bereich des Möglichen. Ich bin aber auch ehrlich gesagt ganz froh, dass ich nicht so viel gefilmt habe. Glaubt mir. War aber schon. War super. Hola mi gente, como estáis? So, wir sind mittlerweile wieder in Deutschland, wie ihr unschwer erkennen könnt. Wir haben 24,4 Grad. Maxi hat schon wieder einen Pulli an. Warum, ist die große Frage. Ach du Scheiße. Ich gehe Football spielen mit Luca und Lukas. Und ich hatte letztes Mal auch einen Pulli an. Und ich dachte jetzt gerade, es ist ein bisschen kälter, weil irgendwie sieht es kalt aus. Aber mal schauen. Im Vergleich zum Mal ist es ja auch kalt. Ich habe aber nur bei 96 Trikot dabei. Das heißt, es ist gar kein Thema. Und ich habe hier einen neuen Football, und zwar für Lukas. Und mein neuer Football liegt oben, weil unserer ist auf Malle kaputt gegangen. Ja. Genau. Dann könnt ihr euch ungefähr, wenn schon ein Football kaputt geht, könnt ihr euch schon ungefähr vorstellen, was das für eine Mannschaftsfahrt war. Wir hören uns später. Bonjour. Ich habe ein Paket bekommen, nächster Tag. Aus Malmö. Ihr werdet gleich sehen, was das ist. Ich weiß es schon. Und während ihr gerade im Hintergrund Swayback rumschreien hört, werde ich jetzt einmal die MGT News aufnehmen. Ja. Tada! Ich kaufe irgendwie nur 96 Shirts, aber das finde ich ziemlich, ziemlich geil, ehrlich gesagt. Nee, ihr merkt schon, der Videoinhalt ist momentan richtig, richtig hoch. Gut, das hat jetzt aber auch Gründe gehabt, weil ich lag jetzt ab dem Tag, wo ich das Video aufgenommen habe, mit Migräne flach und zwar 3,5 Tage lang. Dann war ich gestern bei meiner Freundin und seitdem bin ich halt jetzt wieder gerade erstmal zu Hause. Ist ein bisschen schlecht dementsprechend so zu filmen, so viel. Und ja, ich muss jetzt gerade aber Videos aufnehmen für die nächsten Tage, weil der nächste Urlaub steht schon an. Und in dem werde ich auf jeden Fall ein bisschen mehr filmen, bei dem werde ich ein bisschen mehr sehen, weil die Sache war jetzt beispielsweise, ich laber jetzt einfach mal so drauf los, um hier Länge zu kommen und damit dieses Video nicht komplett sinnlos ist. Oder um euch zu erzählen, was die nächsten Wochen so passieren wird, ja, was ihr in den Vlogs so sehen werdet. Es ging auf Mannschaftsfahrt halt insofern nicht, dass wir 22 Leute waren, ja. Und 22 Leute, da sind immer wieder dabei, der da keinen Bock drauf hat, ja, oder der es nicht gut findet, oder der, keine Ahnung, der damit nichts anfangen kann und dementsprechend will ich da auch keinem auf Füße treten, so, gerade im Bierkönig oder im Megapark, ja, das sind große Orte mit vielen Menschen, riesige Menschenansammlungen, da kann ich nicht irgendwie filmen. Ja, natürlich wäre es lustig gewesen, weil wir haben halt die Leverkusener gesehen, wie sie sich gegenseitig aus Maul gehauen haben, beziehungsweise mit einer Ultragruppierung. Das war übrigens hart lächerlich, haben wir auch ein paar Leverkusener halt im Megapark, die waren dann wieder okay. Dann aber auch solche Lieder wie Timo, ne, was übrigens, wir sind Confed Cup Sieger, andere Geschichte. Ja, sowas ist halt irgendwo nicht so angebracht, da zu filmen, fand ich jetzt. Am Strand hätte ich auch gerne mal gefilmt, irgendwie wieder Football gespielt haben. Das war cool, es hat Spaß gemacht. Einen neuen Football habe ich übrigens auch schon gekauft. Ich habe ja gesagt, meiner ist kaputt gegangen. Ich habe jetzt ihn gleich nochmal bestellt. Ich habe sogar zweimal versehentlich bestellt, aber jetzt ist er wieder hier. Und er hat Lukas genommen. Ja. Und von daher passt es auch ganz gut. Ja, das wäre einfach nicht in meinen Augen richtig gewesen und deswegen habe ich es nicht gemacht. Aber jetzt fliege ich ja alleine mit Max, den er aus Milan beispielsweise, also wenn ich aus Milan filme, wo ich auch schon seit 2 Wochen nicht mehr war, morgen auch wieder hinfahre. Ja, mit dem fliege ich nach Bulgarien. Goldstrand, das heißt auch normalerweise gut trinken. Wir werden das aber nicht so machen. Ja, also es ist nicht nur Partyurlaub, wir wollen es auch entspannen. Wir wollen auch ein bisschen relaxen und das werden wir auch tun. Und dementsprechend werdet ihr da sicherlich mal was sehen, irgendwie, was wir da so machen. Keine Ahnung, wenn wir irgendwelche coolen Sachen überlegen, ja, keine Ahnung, irgendwas können wir bestimmt hin. Oder wenn ihr irgendwelche coolen Ideen habt, was wir aus Bulgarien unbedingt machen sollen. Ich bin mir sicher, also Max taut immer mehr auf, ja, der kommt, das kriegen wir hin. Ja, also ballert einfach mal in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Macht das einfach mal. Kann ja nicht schaden eigentlich. Ich glaube, das wird cool. Ich glaube, wir können einige coole Sachen auf jeden Fall rumbekommen. Und ja, das wird auf jeden Fall jetzt in den nächsten Tagen kommen. Danach ist schon fast wieder Bundesliga. Naja, nicht ganz. Danach bin ich erstmal ein paar Tage bei einer anderen Freundin. Bin ich in Rheinland-Pfalz. Ich glaube, Rheinland-Pfalz, ja. Da werde ich auch wieder Film, Vlog machen. Vielleicht bleibe ich da sogar ein bisschen länger. Also ich komme am Mittwoch wieder aus Bulgarien, fahre am Donnerstag wieder dahin. Vielleicht bleibe ich da ein bisschen länger, ich weiß es noch nicht, muss ich mal schauen, ob wie das passt. Vielleicht bleibe ich auch irgendwie unten noch in der Nähe da, also in der Ecke, weil Lukas da jetzt wohnt.
keine Ahnung, ich muss mal schauen, vielleicht fahre ich mal zum Training von Hoffenheim oder sowas. Das kann durchaus sein, aber das weiß ich jetzt noch nicht. Das ist ja noch in Planung alles. Danach ist Geburtstagszeit, dann haben andere Geburtstage und ich habe viel Zeit, Sachen zu unternehmen. Ich werde beispielsweise, denke ich mal, auf den Brocken wandern, ja, mit einem Kumpel, haben wir uns vorgenommen. Ich werde bestimmt ein paar Sachen unternehmen, ich werde auch wieder mehr in den Laden gehen. Das heißt, da werdet ihr auf jeden Fall wieder Videos bekommen, macht euch keine Sorge. Und ja, ich denke, das wird auf jeden Fall cool. Ansonsten kann man aus meinem Leben momentan nicht viel berichten. Wie gesagt, ich war halt krank und von daher gab es nicht viel zu sehen. Außer ich hatte auch eine Lebensmittelvergiftung die Woche davor, also bei mir läuft momentan richtig. Vielleicht sind das jetzt alles so die Sachen, die kommen, weil ich alt werde. Ne? Ich habe übrigens auch danach, wenn man jetzt in August reingeht, ja, das war jetzt der Juli, im August beispielsweise, da wird, denke ich mal, auch noch einiges kommen, weil ich habe Geburtstag beispielsweise, die Bundesliga-Saison geht wieder los, ich weiß noch nicht, was ich da genau mache, aber also MGT News wird es geben, ich kann euch mal ganz kurz, hallo, danke, erklären, wie das Ganze aufgebaut sein wird. Außer der Transferphase, beziehungsweise wenn die Bundesliga-Saison jetzt wieder richtig losgegangen ist, dann werden natürlich weniger MGT-News kommen. Ich kann wieder nicht reden gerade. Liegt ganz einfach daran, dass es da nicht mehr so viele News gibt, die es zu vermelden gibt. Dann gibt es aber halt Bundesliga-Tipps, Bundesliga-Rückblick und sowas. Und da überlege ich mir gerade, wie ich die ganzen Serien genau aufbaue. FIFA kommt dann bald raus, dann kommen bald die neuen Spiele raus. Gamescom werde ich wohl nicht hinfahren, wenn dann sehr spontan. Und selbst, also wenn dann kommen da oder irgendwelche Trips oder irgendwelche kurzen Ausflüge oder so. Das würde mal in Videos festgehalten und dann kommt irgendwann noch bald der 2. September und ab dem 2. September ist dann für mich ab nach England, dann geht mein Studium los am 11. Ja. Allerdings macht euch keine Sorge, Max geht doch nicht verloren, Max ist nämlich bereits am 15. wieder hier, da habe ich nämlich ehemaligen Party und dementsprechend bin ich da schon wieder hier, das spielt auch passenderweise 96 an dem Wochenende gegen Hamburg, das passt alles sehr, sehr gut und ich werde sowieso sehr, sehr oft hier sein, ja, so alle 2-3 Wochen, das hat natürlich mehrere Gründe, Familie, Freundinnen, Freunde, Fußball, ne, Bock und ja, dementsprechend würde ich mich freuen, wenn ihr da Bock drauf habt, abonniert auf jeden Fall, ja, weil ihr könnt mir auf diesen ganzen Reisen, auf diesem ganzen Journey, mein ganzes Leben, was sich momentan extrem verändert, ich habe meine Ausbildung fertig, übrigens, wenn das noch jemand von euch nicht wusste, okay, ich habe noch eine mündliche Prüfung, aber wie wir das sehen hier, ne, das sollte normalerweise kein Problem sein, mein ganzes Leben verändert sich gerade extrem, ja, ich werde 21, Alter, ich bin noch nicht mal 20 im Kopf, und dementsprechend, ja, dieses ganze, der ganze Lebensweg, all das werdet ihr verfolgen können, und ich heule übrigens nie, das ist das Licht. Ne? Nur, dass wir das geklärt haben. Und ja, genau. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. So, jetzt habe ich genug unnützes Zeug gelabert und hoffe, dass ich den Vlog ein bisschen mit Inhalt füllen konnte, der euch gefallen hat. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Dann checkt die Links in der Beschreibung as per usual. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Novemos. Haut rein. Und ciao.